los, Leute. Es kann losgehen. Stadthaus. In England sind wir wieder. Okay. Fortnite. Halt! Und sowas ist immer gut, was versteckt. Ja, lohnt sich nicht. Oh, der ist schon drin. Ne Mensch. Mit den anderen absprechen. Darf ich jetzt töten oder nicht eigentlich? Bald. Okay. Alpha 3, geh durch die Vordertür rein. Krass. Hätte jetzt nicht gedacht. Ich die auch festnehmen können. Ich würde jetzt eigentlich gerade noch mal unten checken. Hallo, Kollege. So, dann geht's hoch. Zur Treppe. Mann, das sieht aus, die Nachtsichtgeräte. Die sehen wirklich so aus, ne? Ich weiß noch nicht, warum es da 4 Linsen gibt. Ausgeschaltet. Bestätigt. Sieh zu, dass das Geschoss sicher ist. Ach du Scheiße. Erste Charge gesichert. Alter, was geht ab? Der hat voll. Das war aber doch. Guck mal, ey, als ob das eine Schrotmunition gewesen wäre. Schöner Ententanz hier. Meine Brennglan-Taktik war das. Nein, oh. Granate aufpassen.
Vorsicht. Ich muss gleich nochmal gucken, wie das mit der Tür aufstoßen geht. Etage gesichert. Treffpunkt Treppe. Ich habe jetzt nämlich aus Versehen die Nate geworfen. Da stand doch bei der nächsten Tür. Muss ich mal genau gucken. Mausrad reindrücken. Bravo 6, übernimm die dritte Etage. Oh, hier ist irgendwo ein Kind. Ein Baby sogar, vielleicht eher. Ach, 4. Los! Nicht bewegen! Gewahrsam nehmen! Das Kind soll still sein! Bring die doch mal von der Tür weg! Die ist, wenn ich da aufmache, genau im Schussfeld. Warte mal, kann ich die selber vielleicht nehmen? Nee. Habe ich noch Taktik? Nee. Ah, der hatte eine Waffe, oder? Gesichert. Boah, ich war nicht sicher. Da hätte ich schneller reagieren müssen eigentlich. Jetzt darf ich wenigstens vorgehen. Aber hier können sie eigentlich theoretisch überall rausspringen aus diesen... Na gut, es geht. Guck hinter der Tür, guck hinter der Tür! Hier wird keiner getötet. Alle Teams, Gebäude sind Aktion starten. Verstanden, Boss. Roger. Durchsuchen, Sergeant. Irgendwas ist hier. So eine Scheiße. Sie wollte nach dem Zünder greifen. Okay. Zum Glück haben wir sie ausgeschaltet. Dann ist richtig, ja. Darauf kannst du wetten. Ui. Wir kennen die Position des Wolfs. Wolf. Der Dachboden des Alcatala-Gebäudes war eine Goldmine. Sieht aus, als haben wir den Wolf gefunden. Wir haben die Kommunikation vom Laptop zum Ramazar-Krankenhaus in Ursextan zurückverfolgt, wo sich der Anführer von Alcatala verschanzt hat. Farahs Truppen beobachten Terroristenaktivitäten im Krankenhaus. Währenddessen rückt ein Marine-Bodentrupp zum Komplex vor. Echo 3-1 schnappt sich den Wolf zur Befragung über das gestohlene russische Gas. Meine Soldaten sagen mir, sie sind im Krankenhaus. Al-Qatala nutzt Zivilisten als menschliche Schilde. Sie beschützen jemanden. Oder etwas. Finden wir es raus. Alles ruhig, Schwester. Hadir ist mein bester Schütze. Du kannst ihm vertrauen. All meinen Leuten. Die Marines wollen ihr Pfund Fleisch. Sie haben das Kommando. Ich sagte, wir helfen euch. Und du hältst dein Wort. Das ist nicht der Grund, dass ich das mache. Die Invasoren meines Landes haben keine Achtung vor dem Leben. Das Gas tötet alles. Sogar unser Essen. Wer so etwas tut, ist mein Feind. Keine Ausnahme? Keine. Al-Qatala hat mein Volk in Verruf gebracht. Und wir bezahlen teuer für ihre Verbrechen. Ich will den Wolf bestrafen. Du wirst dabei sein, wenn wir ihn Price übergeben. Und du? Wohin gehst du nach all dem? Was sagen die mir? Du hast keine Wahl? Nicht wirklich.
Geh schlafen. Morgen wird wichtig. Wichtig. Und was ist mit euch? Wir sind hier bis Sonnenaufgang. Ich übernehme die Ecke. Die Sonne ist schon aufgegangen. Wir müssen zum Ende der Straße. Halber Kilometer. Ich lauf mit den Marines. Echo 3-1. Sergeant Griggs. Immer. Nenn mich Alex. Keine Einheimischen. Guck nicht mich an. Bist du Karim? Immer. Gute Arbeit mit den Russen. Wir teilen Freunde und Feinde. Viel Glück. Schiffack. Ich will los, Alex. Diemendorf. Bring mir die Kacke zum Dampfen. Hier gibt es wirklich jede Menge Ziele. Auf die Fenster achten. Die Guten sind hier kaum von den Bösen zu unterscheiden, verfickter Scheiße. Das hasse ich ja schon wieder jetzt. Wo sind sie? Viper rückt nach Norden, gibt Kontrolle vom Domar vor 1-2. Verstanden. Treffen uns an. Hui. Gang 6 von durchgeschrieben. Dachte schon, das wäre Dreck auf meinem Bildschirm, da die Lampe. Na gut, jetzt erkennt man es deutlich. Das finde ich irgendwie besser. Stolperdrähte in dem Alkofen, Sergeant. Wie sieht's aus, 3-1? Kannst du sie entschärfen? Wie ich schon wieder? Bestätigt, bin dran. Was könnt ihr überhaupt? Erledigen Sie das. What? Bestätigt, bin dran. Kann er mal... Warten auf Sie, CIA. Erledigen Sie das. Ja, jetzt steht das dran, ey. Das ist ja wieder mal so geil. Als ob ich weiß, welche Taste das hier ist in dem Spiel. Hurra! Ich bin voll zurückgezuckt jetzt gerade. Ah, oh, da habe ich jetzt leider keine Facecam am Start. Was war das? Ich hab noch Rauchgranaten übrig. An den Boden! Nehmen! Bleib in der Schwimmung! Weiter geht's! Holger, komm mal, bleib dich dran! Ja! Scheiße, nur weil ich mit an Konvoi dran geblieben bin, wie ich sollte. Fuck. Keine Chance. Unsere? Was war das? Bin ich Schrott? Zoomt mir zu nah rein. Auf so eine kurze oder bis mittlere Distanz. Unnötig.
Ah, das sieht aus wie eine Mausfalle. Jo! Komm ich da durch? Wow, klar. Bin erstmal voll hinter denen. Komm hier hoch. Ich muss wieder aufpassen wegen Sprengfallen. Heiko, was sagt der mal Heiko? Das klingt wie Heiko. Ja, ist die runtergefallen oder was? Boah, ich bin ein bisschen zu weit reingerusht, ey. Jetzt habe ich das Problem, die zu unterscheiden. Boah, das. Ich hätte ja fast geballert, ne? So, ich wollte nochmal probieren. Schmoken! Unaimed. Richtig schlecht. Ja, geh weg halt. Das war mein Kamerad. Wir werden von Truppen am Südeingang des Krankenhauses beschossen. Er bittet sofortige Unterdrückung. Over. Unterdrückung. Unterstützung. Das ist eigentlich für Teile hier. So selbstgemachtes Zeug. So, was ist jetzt hier? Stoßen Sie zu Griggs vor. Ah, da ist einer von meinen.
Achso, das meinen die damit. Alles klar, das war richtig chillig. Dirt Diggler, oh mein Gott! Ich könnte aber gerade so zurückwerfen, Alter. Scheiße, Mann. Über Nade. Ja, sehe ich doch so. Rennen wir doch nicht immer da rein. Alter, wie die sprayt, ne? Boop boop.